Da sind wir wieder bei Far Cry Primal. Moin moin YouTube, und wir sind in dieser Geistesvision gefangen, weil wir Tensei gefunden haben und der hat uns Rattenblut gegeben. Alles gut? Ne, die Folge ist echt durch. Oh. Süß. Ein Eichelherr. Ich muss den Wegpunkt finden. Ah, guck an, da habe ich ihn. Ein Uhu. Ein explodierter Uhu. Oh, doch nicht. Also, ich dachte, wir gehen drauf. Zumindest im Traum quasi. Aber ich kann selber fliegen. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Oh, wie cool. Aber natürlich nicht mit Maus und Tastatur. Das wäre auch zu einfach gewesen. Natürlich mit WASD. Mit S nach oben. Mach ich da rein? Oh mein Gott, Alter, die Steuerung? Es geht gar nicht! Also, was ist das denn, Mann? Das ist wirklich ein bisschen abgefuckt hier noch. Ein bisschen Drogen noch am Schlüssel. Und dann geht das auch los. Da rum. Achso, ich muss wieder selber steuern. Das ist immer nicht ganz nachzuvollziehen hier. Das ist ein fließender Übergang. Finde ich aber cool. Was ist das? Folge dem Wegweiser. Ich sehe nicht meinen Wegweiser. Das ist das Geilste daran. Ich gehe einfach mal dem Weg nach. Das ist ja relativ logisch. Weil wir haben jetzt noch kein Tier gesehen, das uns eigentlich hätte töten wollen. Die sind alles nur Rehe und Eulen und sowas. Meine gute Eule würde es auch fressen, während wir tot, aber... Wobei, weiß ich gar nicht. Würden die Aas fressen? Ich glaube nicht, ne? Oh, Licht. Wow. Wow, oh, sieht das schön aus. Wieder zur Eule. Vielleicht lernen wir jetzt endlich, wie wir Tiere zähmen können. Okay, ich muss hier fliegen. Wieso nicht mit der Maus und das Tattoo? Wieso nicht mit der Maus? Wieso mit WASD? Aber gut, das sieht trotzdem ziemlich cool aus und das ist auf jeden Fall gut gemacht. Schneller fliegen? Ne, also das wäre auch ein Fehler, das zu tun. Meine Triebwerke ja auch Schaden nehmen, wie ein War Thunder. Okay, durch den Wasserfall durch? Es wurden dann immer wieder Menschen, wenn wir nicht geflogen sind. Tja. Holy shit! Ja, gut, ich habe es geschafft. Da sind Mammuts. Ist auch kein Donner. Alter, wie laut der Donner ist. Richtig krass. War gerade nicht die Dänse. Ist das Fledermäuse oder ist das Krähen oder sowas? Lass ihn fallen. Ah, jetzt sind es nicht mehr alles nette Tiere. Das Dachse. Nice, Dachse. Ich will einen Dachs als Haustier haben. Hoffentlich geht das. Was gibt's noch? Wölfe? Und Liga? Halb Löwe am Tiger? Ich weiß nicht. Das sieht nach einem Säbelzahntiger aus, genau. Jaguar haben wir gerade eben schon gesehen. Ein Bärchen. Und eine Eule. Zähmen. Dusch, dusch. Das hat gereicht. Oh, cool. Vision der Bestien. Abgeschlossen. Sehr schön. Noch eine Quest, die wir geschafft haben. Mal gucken, was eine Tensei uns jetzt zu sagen hat. Der etwas merkwürdige Tensei. Der uns Plattengut. Genau. Rattenblut gibt. Ubargo Shayu, du sie daha, Usai, die Jude Jauga daha. Quarpati, Faran Habandata,
Kupal San Guarha Banda Magata. Ulaukawal Waida Walkwaswang. Haiwa Sibargwa Shayu. Tushidaha Magata. Cool. Das hier müssen jetzt wahrscheinlich den Köder herstellen, denke ich mal. Machen wir das mit I? Ne. Okay, also müssen wir. Kann ich hier was gucken? Seltene schwarzes Rotundfleisch. Okay, gehen wir mal raus hier. Hast du ein hübsches Haus hier? Kostet das viel Miete? Ein totes irgendwas? Schwein? Super Schwein? Wie sieht es hier raus? Ja, es geht nach oben auf jeden Fall. Okay, Ranger Gattung tötet die Angreifer und rettet die gefangenen Ranger. Ah, das ist so ein Random-Ereignis. Okay, dann das machen wir auf jeden Fall. Da unten ist noch ein Wasserfall, aber erstmal gucken wir uns die Ranger an und helfen den. Zack, alles klar. Nein, du machst das nicht. Hat der den gerade abgesnackt? Der hat den gerade versehentlich geteamkillt, oder? Ah nein, der hat den. Ach fuck. Er hat auf den geschossen. Dann war das quasi ein Durchschuss. Ach kacke. Ticken zu spät. Scheiß Udam! Da vorne war noch so ein Wasserfallpunkt. Wahrscheinlich ist der unten, ne? Und ganz da runterspringen ist natürlich auch ein bisschen. Sag mal, gewagt. Ne? Oh ne, der scheint hier zu sein. Kann man ein bisschen Blaublatt mitnehmen? Das ist definitiv den einfallsreichsten Namen ever. So. Hier ist eine Hand noch. So. Noch eine und dann gibt's eine neue. Ach, guck mal, es gibt ja schon eine Fähigkeit. Ich hatte aber gar keine mehr gefunden zwischendurch. Gut, egal. Eulenflug. Eulenjägerblick. Können wir kurz. Ah, das können wir schon, okay. Dann könnten wir mal gucken, was das hier so kann. Enthüllt auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall gut, dass wir 80 Schritte weiter gucken können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Noch eine bis zum nächsten Morgen. Da steht es ja auch. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Und wir müssen wohin für ihn? Wahrscheinlich dahin, ne? Da wo es angezeigt wird. Alles klar. Das sind 300 Meter. Das ist ja zu schaffen, würde ich sagen. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. Muss noch ein bisschen haushalten mit den Folgen. Das ist das Problem, wenn man nebenbei noch arbeitet. Man hat ja nicht. Also ich würde gerne jede Folge 30 Minuten lang machen. Aber das ist einfach deswegen nicht möglich, weil ich das so viel Zeit gar nicht habe, um aufzunehmen pro Tag. Also das wird schon eng. Ich wollte sagen, habe ich jetzt echt gar keinen getroffen? Ne, eine reicht mir. Ich möchte einfach nur ein bisschen Vorbereitung haben, damit ich mir später mehr Köder bauen kann, wenn ich etwas davon habe. Und hier ist wieder so ein komisches Zeichen. Ach! Guck mal eine an. Fleisch. Tierfett. Achso, das ist das, was wir schon hatten, ne? Dann können wir ganz gucken, ob wir noch ein paar Pfeile bauen können. Können wir einen? Dann muss man auch noch einen bauen. Und dann kann ich jetzt nämlich hier das, wenn man schon mal dabei ist, auch mitnehmen. Gut. Was ist denn da unten alles am Rumjaulen? War noch wieder Stimmen, oder? So, das ist ein Bär. Okay, das lassen wir mal lieber. Mit dem Bär muss ich mich nicht anlegen. Wir gehen lieber weiter hier in die Richtung. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Dann tötet mich halt doch erstmal da. Nein, da sind Udam. Und die Udam wollen mich auch töten. Wie viel Leben hast du, verdammte Scheiße? Kann ich auch gar nicht warten. Ist gleich hier vorne draufgegangen. Okay, haben wir wenigstens schon mal einen. Einmal Wildschweinhaut. Was ist das da vorne? Was läuft da? Ein Mammut. Aber wir werden doch gerade eben auf jeden Fall noch. Da ist das vorne, da ist das andere abgenippelt. Ah, das sind Udam. Das sind jede Menge Udam. Okay, da ist ein Wolf.
Aber der Wolf möchte uns, glaube ich, gar nicht kaputt machen. Also Spannung abbrechen. Mut, entspann dich, ich will dir nichts. Ich will nichts Böses, alles gut. Vor allem will ich dir nichts Böses, weil ich davon ausgehe, dass du mich ziemlich einfach platt machen könntest. Dann sind noch mehr von denen. Ich kann sie nur gerade nicht sehen. Okay. Hat nicht gereicht. Zack. Gut, gut, gut. Okay. Nein, nein, nein. SDG heilen. SDG heilen. SDG heilen. SDG heilen. Alles gut. Bist du ein scheiß Wolf, Alter? What the fuck, ey? Nochmal heilen. Well, we haven't können, mal gut. Alter. So. Daneben. Daneben, das hat ich verloren. Zack. Der ist weg. Okay, das scheint gegen Menschen, das ist eine gute Waffe zu sein. Ein bisschen hier hin und her laufen, damit die uns nicht gleich treffen. Zack, und der nächste. Zack, gut. Wie viele von denen hier sind, das gefällt mir nicht. Ich hoffe, diesen Gegenstand ist bereits voll. Wolf, wag es nicht, wag es nicht! Ja, jetzt gehst du auch drauf, ist mir egal. Alter, wie viel hältst du aus? Meine Fresse. Schön immer eine Wolfshaut daneben reingejagen hier, dann ist auch gut. Puh, gute Action. So. Und hinten sind auch jede Menge Kadaver, die wir durchsuchen können. Wie diesen hier zum Beispiel. Wo ist der? Da. Gut, ein bisschen Rotblatt hat er dabei gehabt. Also alle, wenn ich jetzt vielleicht nicht durchgucken kann, sein, dass ich ein, zwei übersehe. Aber das wäre nicht so schlimm. Gut, gehen wir weiter. Und essen noch was auf jeden Fall. Und Adlerholz, gut. Oder Adlerholz. Da braucht gerade noch mehr, aber ist jetzt egal. Ich möchte ja auch ein bisschen in der Story weiterkommen. Oh. Finde den Leitwolf, ziehen wir die Bestie. Pfeile. Die Eule hat es noch um die Eule zu rufen. Die Eule kann es auf Pfeile markieren, wenn du V gedrückt hältst. Okay. Dann muss ich da vorne hin wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Töte die Wolfsjäger der Udam. Okay. Da ein Wegpunkt hin und mit V kann ich hier Geld machen? Cool. Alles klar. Gehen wir da mal hin. Das ist gar nicht so weit. 70 Meter. War aber nicht die Udam, die wir gerade schon gekillt haben, ne? Also einige davon vielleicht. Okay, dann nehmen wir hier ein Stück Atemholz mit und nochmal Rotblatt. Gut. Spannend abbrechen. Wir gehen mal ein Stück hier rechts nach oben, weil so können wir gucken, dass wir ein bisschen in Schusslinie kommen. Okay, wir müssen tatsächlich hier rübergehen direkt. Sonst sehen wir einfach nichts von denen. Zack, auch schon mal gedamaged ein bisschen.
Scheiße, es bewegt. Gut, auch weg. Und der da auch weg. Schön. Das dürfte es gewesen sein, alle drei. Mal gucken, was er dabei hatte. Irgendwas Gutes? Nö. Der hatte auch nichts. Okay, da kann ich nur Kappe bewegen. Dann haben wir ja voll zerfetzt. Ich brenne. Ich wollte mich nicht heilen, ich wollte eigentlich mich löschen, aber gut. Macht nichts. Dann müssen wir jetzt. Wohin? Benutze Q, um einen Köder herzustellen. Irgendwo alle herstellen können, ne? So. Drücke V. Folge der Blutspur zur Wolfshöhle. Okay. Das Speere aufsammeln? Ja, gut. Kann ich. Hier geht's weiter. Das ist ein Schritt, aber Schritte wollen wir nicht folgen. Wir wollen der Blutspur folgen. Wo geht die denn weiter? Dann gehört die hier auf. Dann müssen wir doch einen Schritt wieder folgen? Ah ja, müssen wir. Was für eine Nacht. Ja, perfekt. Okay. Wir sind nah. Ist das gut? Ich glaube nicht. Lass dir mit Köder zählen. Stell den Köder Waffengrad her. Haben wir getan. Wirf den Köder aus mit mittlerer Maustaste, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst und halte E gedrückt. Okay. Nein, ruhig, 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 alles gut, alles gut. Ich will dich nicht töten, ich will dich nicht töten. Alles gut, alles gut, alles gut. Entspann dich, Kleiner, entspann dich, alles gut. Guck mal. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ganz locker. Ganz locker. Wir wollen dich nicht töten. Cool. Wir haben. Nice. Wir haben einfach einen Freund. Okay, jetzt muss ich vor Zeit auf den Babet drücken, um zu gucken, was es so für Tiere gibt. Alter, es gibt ja. Was? Wie viele? Das ist natürlich Jagdhund. Jagdhund. Weißwolf. Besonderer Weißwolf. Das sind immer die. Wahrscheinlich die. Leitwölfe quasi. Seltener Streifenwolf. Jaguar. Es gibt sogar Panda, cool. Leopard gibt's auch. Höhlenlöwe, nice, gibt's auch, cool. Schwarzer Höhlenlöwe, es gibt Dachse, alles klar. Alles klar. Hier ist mein Haustier, wunderbar. Braunbär, Säbelzahntiger, Höhlenbär, Schneeblutwolf, Blutfang, Säbelzahntiger. Ich gehe davon aus, dass es sowas war, das wir am Anfang gefunden haben. Und ein großer Narbenbär. Falsche Taste. Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestie versetzen, indem du einen bestimmten Ort gehst. Was zurückgelassen, okay. Zielen mit Rechtsklick und drücke G. Okay. Wenn der Bestie verwundet wird, geh an sie ran, halt E gedrückt, um ihr Fleisch zu heilen. Okay. Wenn der Bestie stirbst, kannst du sie mit B im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zählen. Okay. Ja, siehst du. Oh. Nenn den Theo. Ja, da ist Theo. Hat eine besondere Bedeutung. Kennt aber keiner. Doch Christoph vielleicht. Gut, dann gehen wir uns mal wieder zurück hier. Richtung. Es fehlen dem Weißwolf, die Ulam zu töten. Achso, also so und dann. Okay, wird es ja gar nicht wissen, wie ihm passiert. Teamwork. Bestienmenü. Drücke B in das Menü. In diesem Menü kannst du die Tiere zu dir rufen und deine herzigen Blätter wegschicken. Okay. Einige. Achso, ich kann wechseln zwischen denen. Okay, cool. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben dir neue Bestien zu zähmen. Alles klar. Cool. Nice. Hier, mein Decker. Guter Junge.
Ja, es ist entspannlich. Ich weiß, wie man schnell reist. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Fleisch. Sehr gut. Neue Fähigkeit, das passiert über alles gerade. Wildhunde zähmen. Ja, ich will auf jeden Fall. Also zähmen, auf zähmen gehen wir auf jeden Fall. Ach, können wir sogar schon, okay. Dann. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Auswahl, ne? Pflanzen auf der Linie will ich gar nicht unbedingt. Weil der erste Gegner drückt mich zu heilen, wenn du sprintest. Ja, machen wir das. So. Kommst du gar nicht mit? Doch, tust du. Dann müssen wir jetzt vermutlich erstmal wieder zurück zu unserem Kollegen gehen. Oder müssen wir jetzt tatsächlich schon zurück zu Sailor. Ah ja. Dann gehen wir doch mal auf eine Schnellreise in das Dorf. In der Nacht muss ich nicht unbedingt hier rumlaufen, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Okay. Also kann ich die jetzt nicht zu mir rufen? Ja, okay, geht also im Dorf nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zu. Aber wisst ihr was, ich würde erstmal sagen, wir sind lange genug dabei für diese Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns bei der nächsten Folge Far Cry Primal wieder. Tschüssi, bis dann. Bis zum nächsten Mal.